Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Spiel Medieval Dynastie. Wir haben in der letzten Folge versucht, ja, die Baumstämme hier zusammenzubekommen. Jetzt habe ich aber einen Tipp bekommen, und zwar, dass das so überhaupt gar nicht geht. Wir haben ja hier, Moment, Rundholz, wir haben jetzt gerade mal 10 gesammelt. Und das geht einfach absolut nicht. Also wir haben jetzt 50 von 35 Kilo, was wir tragen können. Wir werden jetzt erstmal mit X ein bisschen was davon ablegen. Also sagen wir mal so, Moment, ist das nicht mit, ach so, mit E war das. Okay, es war nicht mit E. Ja, sagen wir mal, damit müsste ich eigentlich noch laufen können. Ja, damit kann ich noch laufen. Weil mir wurde jetzt gesagt, dass es nicht wie bei den anderen Quests gewesen ist, sondern dass wir, jetzt muss ich gerade mal überlegen, wo der Typ jetzt eigentlich war. War das hier, wo es offen war? Nein. War das hier? War das jetzt die Tür zu? Hi, tut mir leid. Schätz mal, ich bin gerade in ein Haus einer Familie eingedrungen. Ich habe hier jetzt gerade total den Überblick verloren und weiß gar nicht mal, wo der Typ ist. Moment, 35 Meter. 36? Der muss doch hier vorne sein, oder? Ach, der läuft hier rum. Entschuldigen Sie. Ich habe einige deiner Holzscheide. Ah, du wirst nicht lange warten müssen. Ich verspreche es. Ah, perfekt. Okay, dann wurde ich richtig informiert, weil wir können die nämlich alle aufheben und nach abgeben. Jetzt weiß ich immer noch nicht, was das für ein komisches Zeichen hier unten ist. Ich glaube, das bedeutet, dass ich bald dehydriert bin, wenn ich nichts zu trinken finde. Nee, die Beeren wollte ich jetzt nicht haben. Ich habe doch hier gerade noch das Holz hingelegt. Bin ich denn doof? Das war doch hier. Hier ist Holz. 6 Stück. Ich hoffe, das reicht noch mit dem Bewegen. Ja, das reicht auf jeden Fall noch. Dann werden wir, ja gut, so toll können wir uns natürlich wieder nicht mehr bewegen, wie immer. Was ich ein bisschen, ja, gleichzeitig doof finde, aber auch gleichzeitig wiederum, ja, realistisch natürlich finde, dass sich die Leute immer wieder hin und her bewegen hier in diesen Dörfern, wo man hingeht. Was natürlich blöd ist, wenn man die Leute sucht. Hier steht er aber scheinbar jetzt nicht. Sitzt du da jetzt gerade mit deiner Frau? Moment. Du bist das doch, ne? Dagobert, genau. Ich habe noch mal ein paar von deinen Holzscheiden. So, danke dir. Ich werde auf den Rest warten. Das ist schön. Ich habe keine Ahnung. Achso, doch, 10 habe ich ihm jetzt schon mal abgegeben. Und, ach ja, oben rechts sieht man es auch. Genau, und er wollte 40 haben. Dann würde ich sagen, dass ich mal fleißig weiter die Bäume hier kaputt hacke und dem Dagobert nach und nach die Sachen gebe. Ich muss allerdings mal schauen, dass ich bin ziemlich weit weg, das ist natürlich nicht so toll, dass ich definitiv Richtung Wasser gehe, was jetzt natürlich ein bisschen blöd ist, weil es dunkel wird. Und hier ja auch die Wölfe, doch ich gehe in die richtige Richtung, die Wölfe durch die Gegend streifen. Mir wurde übrigens mitgeteilt, dass ich wohl einen Ort fürs Haus ausgesucht habe, der nicht so günstig gewesen ist. Da muss ich mal gucken, ob ich das dann noch ändern kann oder ob ich das, ja, Haus jetzt da lassen muss. Da habe ich mir auch schon Gedanken drüber gemacht, bevor mir das gesagt wurde. Weil, ja, wenn sich natürlich jetzt da die Wölfe ansiedeln. Ach nein, das Schilf wollte ich gar nicht haben. Ich wollte eigentlich was trinken. Hallo? Wenn sich da natürlich die Wölfe, komm, die Wölfe ansammeln, da wo ich jetzt gerade, ja, mein Haus gebaut habe, das wäre natürlich nicht so gut, weil ich gehe davon aus, wenn die jetzt schon hier das Dorf angreifen, dass die dann auch zu mir kommen werden und mein Dorf angreifen werden. Deswegen muss ich mal schauen, ob ich eventuell auf die andere Seite umsiedeln kann. Ich hoffe, dass da die Wölfe nicht mehr sind. Aber ich denke, dass sie wahrscheinlich überall irgendwann mal, ja, nachrücken werden. Nur da sie jetzt gerade auf der Seite sind, wo ich gebaut habe, ist es halt schwierig. Also ich weiß nicht, falls ihr da schon Erfahrungen mitgemacht habt, ein Haus abzureißen, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Ich werde mich auf jeden Fall, was war das gerade? Achso, Johanniskraut. Okay, das nehmen wir natürlich auch eben noch mit. Ich werde mich auf jeden Fall jetzt aufmachen und weiter die Holzscheide hier, beziehungsweise nicht Holzscheide, das Rundholz sammeln.
Und wir sehen uns dann gleich nochmal wieder, wenn ich alles abgegeben habe. So, wir haben es endlich geschafft. Es ist mittlerweile der nächste Tag und wir haben nun die letzte Fuhre für Dagobert. Hier, der Rest davon. Das war ziemlich viel Arbeit. Darauf wette ich. Und das wirst du nicht bereuen. Sprich mit Mathilda. Ich rieche etwas in der Luft und ich hoffe, dass es das ist, was ich denke. Mein Magen ist leer, meine Hände schmerzen. Juhu! Und wir haben auch diese Quest jetzt erledigt. Wer ist Mathilda? Moment, das schauen wir mal eben nach. Nee, aber nicht da, sondern. Das ist natürlich auch Blödsinn. Wir können ja einfach hier über die Leiste oben die Mathilda suchen. Sind wir denn hier? Mathilda! Hallo, gute Dame! Du musst nach der harten Arbeit halb verhungert sein. Hier, eine herzhafte Suppe. Und etwas Suppe. Das riecht lecker. Kann ich das Rezept haben? Nun, es ist ein Familiengeheimnis. Schäm dich. Trotzdem danke für die Mahlzeit. Aber wir haben die Mahlzeit jetzt noch nicht gegessen, nehme ich jetzt mal an, ne? Sonst hätten wir nicht so viel. Nährwert 35, ja, wiegt auch gut was. Würde ich sagen, essen wir die mal eben. Wir haben, glaube ich, übrigens auch bei den Fähigkeiten noch Punkte dazu bekommen. Genau, einen Punkt haben wir noch. Das ist sehr gut. Also, Holzfäller 5% schnelleres Loggen oder Bergarbeiter. Gut, mit Bergarbeiter haben wir noch nichts zu tun. Kenntnisse der Gewinnung, da können wir übrigens 3 Punkte reinsetzen. Plus 1 mehr Fertigkeitspunkte aus Abbauaktivitäten und plus 2 mehr Fertigkeitspunkte aus. Achso, wenn man neues Level erreicht. Ja. Also ich denke, um wirklich schneller zu leveln, bräuchte man hier schon auf jeden Fall noch einen Punkt drin. Ich weiß jetzt nicht, was plus 5% schnelleres Loggen heißt. Ich schätze mal, das soll das Holzen sein oder wie auch immer. Also, dass wenn man einen Baum fällt, so, das meine ich damit. Ich habe aber keine Ahnung. Ja, ich finde das jetzt gar nicht so schlimm. Also, ich würde normalerweise sagen, dass wir hier erstmal das Level erhöhen, dass wir mehr Punkte bekommen. Und bei den anderen haben wir ja, so wie ich das sehe, gar keine Punkte, ne? Nee, dann lassen wir das soweit so. Technologie können wir, glaube ich, auch nichts reinmachen. Das sind nur die Sachen, die wir kaufen können, genau. Darum wollte ich mich übrigens jetzt auch mal kümmern, weil mir ein paar Sachen gesagt worden sind. Und zwar, wenn wir in diesem Crafting-Menü sind, da haben wir ja die Steinaxt zum Beispiel und da genau das Brennholz. Da müssen wir beim Brennholz ganz, ganz viel Rundholz holen. Damit wir, also pro Rundholz können wir Brennholz machen. Jetzt weiß ich natürlich nicht genau, wie viel das wiegt. Man kann auch nicht drauf gehen, ne? Schade. Dann würde ich sagen, dass ich jetzt erstmal offline noch ein bisschen brenne, obwohl wir können das eigentlich auch mal eben vor der Kamera machen. Das dauert ja nicht so lange, dass wir mal kurz einen Baum fällen. Dann kann ich euch das nämlich direkt zeigen. Das war nämlich jetzt ein großer Tipp nochmal. Uah, jetzt werde ich hier schon geköpft, fast von dem Daumen. Baum, der hier runterfällt. Danke dafür auch, Hannes. Ich hoffe, dass ich damit einiges an Geld machen werde. So, wir klauen uns jetzt erstmal hier die Rundhölzer. Obwohl, klauen ist natürlich falsch ausgedrückt. Ja, ich habe nur 2 bekommen, weil wir haben ja jetzt hart dafür gearbeitet. Hallo. Darf ich vielleicht erstmal was aussuchen? Vielen Dank, dass ich hier nichts machen darf. So, toll. Jetzt hat er mir ein Rundholz geklaut für eine total unsinnige Sache. Das ist wieder typisch. Das hat das Spiel bisher, glaube ich, noch nicht gemacht, aber das kenne ich leider aus anderen Spielen. Ich trage schon wieder zu viel. Damit geht es dann schon mal los. Okay, Brennholz. Da schauen wir mal eben nach. Das, doch, das hier oben. Brennholz haben wir jetzt 4 Stück von rausbekommen, Gewicht 4. Ja, gut, also wenig ist es jetzt natürlich nicht. Die anderen Sachen wiegen natürlich wesentlich weniger. Wobei ein Rundholz wesentlich mehr hat, soweit ich mich erinnern kann. Jetzt müssen wir nur mal schauen. Ich würde gerne, sprich mit Unighost. Ach so, zu dem sollen wir jetzt auch wieder zurückkehren. Da ist meines Erachtens, ich weiß gar nicht, war er jetzt selber der Händler?
Ich schau mal eben hier nach. Was ist denn das hier eigentlich? Einwohner, Leute, Quest, alle Gebäude, Häuser. Ja, da kann man es jetzt im Endeffekt nur. Das ist wahrscheinlich für meine eigenen Sachen nur, dass man das hier aussuchen kann. Ja, dann würde ich sagen, ich schaue noch mal eben nach, wo genau der Händler stand und dann sehen wir uns gleich dort wieder. So, ich habe da hinten eine Bewegung gesehen und zwar habe ich da, jetzt muss ich mal eben schauen, ich habe nur noch einen Speer hier ausgerüstet. Dann mache ich die anderen noch mal eben auf die anderen Tasten. Ich habe da nämlich Wildschweine gesehen. Das Problem ist nur, dass ich natürlich da hinten rum muss, um zum Dorf zu kommen. Da seht ihr, da ist ein Wildschwein. Das Problem ist nur, es war eine ganze Horde voller Wildschweine. Eins hätte ich jetzt gerne mal angegriffen, um euch das zu zeigen. Da hinten kommt schon ein zweites. Hat es mich gesehen? Ja, oh ja, es hat mich gesehen und es möchte kämpfen. Oha. Komm, stech zu, Mann. Ist das euer Ernst? Halten die Scheißviecher viel aus? Wieso nimmt der jetzt den Speer nicht? Eieieiei. Eieiei. Wie Messer benötigt. Ich habe doch ein Messer ausgerüstet. Hä, wo ist das hin? Wo ist mein Messer hin? Was ist denn jetzt los? Oh nein, 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 nein. Mit dir will ich nicht auch noch kämpfen. Okay, ich gehe mal lieber. Okay, mein Leben ist vor allen Dingen gerade irgendwie total down. Jetzt weiß ich nicht, Johanniskraut war das, glaube ich. Nee, das war die Vergiftung. Wegerich, der war das, glaube ich, ne? Genau. Nee, jetzt bin ich beim Fleisch. Wieso geht der immer woanders hin? Hä? Ach so, ich hatte nur eins. Oh oh. Oh. Also ich habe quasi keine Gesundheit mehr. Das ist natürlich nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Ja, warum der mein Messer jetzt weggemacht hat, weiß ich jetzt auch nicht. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das in die Kiste gelegt habe, aber gut, dann muss ich jetzt halt nochmal eins reintun. Blöd ist jetzt natürlich. Nein, ich wollte das eigentlich verstehen. Blöd ist jetzt natürlich, dass ich. Falsche Taste. Ah, von hier hinten kann ich es leider jetzt nicht sehen. Also ich muss es dann leider liegen lassen. Aber ihr seht schon, es sind einige Gefahren hier im Wald. Jetzt haben wir hier mal ausnahmsweise keine Wölfe gehabt. Ich will es nicht zu laut sagen. Wobei ich jetzt relativ nah eigentlich am Dorf bin. Also 200 Meter ist nicht ganz so weit mehr. Dafür haben wir aber jetzt Wildschweine gerade gesehen und. Ja, ich wollte halt mal testen, wie das Ganze ist. Ich wollte gerade sagen, ich höre hier schon wieder was, aber das bin ich selber. Ich wollte halt mal testen, wie das Ganze ist, wie viel so ein Wildschwein aushält und wie ihr sehen konntet, es hält wirklich jede Menge aus. Ach, ich kann ja sprinten. Ich habe ja jetzt wieder einiges verloren, indem ich die Speere kaputt gemacht habe durchs Kämpfen. Was natürlich ziemlich blöd ist. Ich werde den Rest jetzt hier auch mal nicht herauscutten, weil ja, wir sind ja jetzt doch schon ziemlich nah am Dorf. Das Problem ist nur, es ist jetzt, glaube ich, schon Nacht. Dementsprechend werden wir wahrscheinlich jetzt mit ihm gar nicht reden können. Nicht nach Hause gehen. Ich glaube, du bist das, oder? Bleib mal stehen. Geh bitte nicht nach Hause. Bleib mal stehen. Nein! Rede mit mir. Unikust, rede mit mir. Ich habe keine Lust, jetzt hier wieder stundenlang zu stehen. Was ich wohl festgestellt habe beim letzten Mal, wo ich scheinbar dehydriert bin oder so, ich bin mir nicht sicher, da sind die auch alle ins Bett gegangen und wollten alle nicht mehr mit mir reden. Beziehungsweise der Uga. Ah, nee, Unikust, das ist jetzt der hier. Also der andere von dem anderen Dorf.
Da bin ich scheinbar komplett dehydriert und umgefallen, so wie es aussah. Also war ja unten links so ein Zeichen noch drin. Was ist mit dir? Du bist auch nicht daran interessiert, mit mir zu sprechen. Warum denn, hübsche Frau? Hä? Na gut, dann halt nicht. Was ich eigentlich sagen wollte, da bin ich dann umgekippt und dann bin ich bei mir zu Hause wieder aufgewacht. Also es war ja gar nicht schlecht. Ich war dann komplett wieder aufgeladen. Ich weiß nur nicht, ob ich dann irgendetwas verliere, weil das ist natürlich nicht so gut. Mein Leben ist jetzt ziemlich runter. Ja, ich habe eigentlich auch nicht mehr viel Auswahl, sage ich jetzt mal, was ich tun könnte. Ich kann jetzt höchstens erstmal nochmal nach Hause gehen, weil ich habe festgestellt, dass die Nacht doch tierisch lange dauert. Und wenn man die ganze Nacht durchmachen möchte, also ich meine, es ist okay, wenn man jetzt zum Beispiel Holz fällt oder so oder irgendwas zu tun hat, was man dann auch noch sehen kann. Von hier sehe ich mein Haus, glaube ich, noch nicht. Nee, das ist da hinten. Ja, wie gesagt, da muss ich wirklich mal gucken, ob ich das denn wirklich hier lassen möchte. Beziehungsweise, ob ich das überhaupt ändern kann. Also, ich habe es ja jetzt einmal hier gebaut. Also, gehe ich mal davon aus, dass ich es wahrscheinlich nicht mehr ändern kann. Ja. Muss ich wirklich mal schauen. Vielleicht kann ich auch irgendwo ein anderes Haus bauen. Aber dann steht wahrscheinlich drin, dass das zu weit weg von hier ist, nehme ich an. Jetzt brauche ich aber doch mal eben die Fackel, um zu gucken. Ach, hier ist das Ding. Ah, wir haben einen Hasen drin. Das ist sehr schön. Also es ist nicht schön, aber das heißt zumindest. Moment. Warum ist die Falle jetzt weg? Warum ist die Falle weg? War die jetzt komplett kaputt oder so? Das kann natürlich sein. Zweimal Fleisch, das ist vermutlich das, was wir jetzt gerade bekommen haben. Nein. Weitere war das drunter, genau. Fallen. Ah, das waren nur Stöcke, okay. Ja, dann baue ich hier nochmal eben eine auf. Und gehe mal rein, um mich schlafen zu legen. Jetzt muss ich aber vorher nochmal kurz gucken. So, Steinmesser. Nö, mein Steinmesser ist einfach weg. Es kann natürlich sein, dass das kaputt gegangen ist, dass ich zu viele Tiere gehäutet habe. Dass ich da jetzt nicht so wirklich drauf geachtet habe. Da gehe ich jetzt mal ganz stark von aus. Ich habe übrigens Fellstiefel. Okay. Pelzkapuze. Ich denke mal, dass ich die. Wie kam ich jetzt? Ach nee, da muss ich draufklicken, oder? Nee. Da zeigt er mir aber nicht an, wo ich das reinmachen kann. Ich weiß schon gar nicht mal genau, wie es geht. Moment. Doch, jetzt. Hä? Wieso hat er das gerade eben nicht gemacht? Verstehe ich nicht. So, Fellstiefel. Steht leider nichts drin. Würde ich gerne hier reinmachen, aber ich möchte keinen Slot hinzufügen. F ausrüsten. Ja, okay, so geht es natürlich auch. Okay, perfekt. Dann würde ich nämlich sagen, tue ich die Schuhe. Federn haben wir auch schon wieder bekommen. Tue ich dann erstmal in die Truhe. Die Federn, das haben wir ja schon festgestellt, die findet man immer, wenn man die Bäume umhaut, also wenn man die abholzt. Und Münzen, ach so, sind die 50 Münzen, ja, die muss ich auf jeden Fall mitnehmen. Stroh, ja, ist so die Frage natürlich, ne, Stock. Da haben wir jetzt auch wieder viele, wobei die jetzt nicht so viel. Ach so, doch, die Stöcke wiegen doch schon viel. Da müssten wir mal gucken, dass wir so die Hälfte ungefähr nehmen. Können wir das? Ja, können wir sogar. Perfekt. So, das schmeißen wir mal da rein. Steine. Ja gut, da man die ja unterwegs. Aber Pelz. Eine der wichtigsten Crafting-Ressourcen für die Herstellung von Kleidung. Ah, okay, das haben wir von den Tieren dann bekommen. Da würde ich mal sagen, das tun wir komplett rein. Das Leder tun wir auch mal komplett rein, weil wir ja im Moment noch nicht so wirklich wissen, was wir da machen sollen. Die Suppe, ja, die können wir mehr oder weniger gleich direkt essen. A food resource. Restores a small amount. Ja, das bringt uns natürlich auch nicht viel, diese Morchel.
Müssten wir gucken, dass wir auf jeden Fall was jagen gehen, wenn wir unterwegs Hunger haben. Also die bringt nicht wirklich viel, um da wieder was zurückzukriegen. Einmal Fleisch müssten wir noch machen. Ah, genau, die Schuhe, die tun wir mit rein. Pelzkapuze. Die würde ich gerne. Steinmesser und so weiter behalten wir natürlich auch. So, die Pelzkapuze, die rüsten wir mal aus. Ich habe keine Ahnung, ob wir uns warm anziehen müssen oder nicht. Ich weiß gerade überhaupt gar nicht mehr, was wir für eine Jahreszeit haben. Ich weiß auch gar nicht, sieht man das hier irgendwo? Also mir ist anscheinend nicht warm, so wie es aussieht. Aber ich bin mir jetzt nicht so hundertprozentig sicher. Moment, irgendwo habe ich hier ein Lagerfeuer. Mein Lagerfeuer ist weg. Ist das ein Verbrauchsgegenstand? Was ist denn das? Da war es nicht. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich das gecraftet habe. Da, Lagerfeuer. Brauche ich 8 Brennholz für? Ja, super. Ja, das ist jetzt aber. Wo ist mein Lagerfeuer bitte hin? Haben die Tiere das jetzt kaputt gemacht oder was? Das ist jetzt irgendwie aua, komplett seltsam. Nein, du bleibst jetzt liegen. So. Irgendwo, halt, da ist noch ein Rundholz. So. Das ist einfach weg. Verstehe ich nicht. Da war's drin. Ach so, nee, ich muss ja erstmal das Brennholz machen. Ja. Einmal Brennholz. Neues Gebäude freigeschaltet. Werkstatt. Da gucken wir doch mal eben kurz nach. Ressourcenhäuser. Das sind die normalen Häuser. Crafting. Werkstatt. Oh, ist das geil. Da brauchen wir dann wieder Rundhölzer für. Das ist kein Thema, die können wir sammeln. Dann werden wir das auf jeden Fall demnächst auch bauen. Ein Arbeitergebäude zur Herstellung von Werkzeugen und Waffen aus Holz und Stein. Es hat auch einen Arbeitsplatz für die Herstellung und ein kleines Lager. Oh, sehr schön. Überleben ist hier übrigens auch drin, aber das ist noch nicht freigeschaltet. Okay. Gut, dann machen wir nochmal ein Lagerfeuer. Warum wollte ich jetzt Brennholz haben, wenn ich dafür einfach nur Stücke brauche? Okay, sagen wir jetzt nichts zu. So. Ach, oder hält das nur so und so lange? Das kann natürlich auch sein. Nee, schlafen wollte ich jetzt nicht. Ich wollte eigentlich mal kurz kochen. So. Haben im Moment ja noch ein bisschen Fleisch, was wir kochen können. Jetzt haben wir natürlich keins mehr. Dann gehen wir jetzt erstmal schlafen und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.